Am Abend des 24. November 2009 wurde die lang ersehnte erste Stufe des Adventsbeleuchtungskonzepts für die Altstadt Bad Cannstatt feierlich eingeweiht. Ganz herzlich darf ich die Bezirksbeiräte begrüßen, die uns beim Anfang der Planung finanziell sehr geholfen haben und damit doch den Stern auch auf den Weg gebracht haben. Bevor ich jetzt das Wort dem Tom Blair übergebe, darf ich mich auch ganz herzlich beim Tom Blair bedanken, der mit sehr viel Engagement dieses Projekt vorangetrieben hat. Dafür herzlichen Dank. Ich darf Ihnen noch eine kleine lustige Geschichte zu unserem Stern erzählen. Ich habe einen Kunden, der 87 Jahre alt ist. Das ist der jüngste Kunde, den ich in Bad Cannstatt habe, vom Kopf her. Der hat ein Gespräch bei mir im Geschäft mitgehört und fand es ganz interessant. Und so ein halbes Jahr später kam er zu mir ins Geschäft mit einem halben Zimtstern. Und das war auf einem Tempotaschentuch. Und er sagte, es reicht mir nicht zu einem ganzen, Herr Blair, aber ich würde Ihnen gerne einen halben Zimtstern zur Verfügung stellen. Darf ich die Hälfte eines Sterns als Sponsor übernehmen? Und das ist die Hälfte davon von ihm. Das ist ein Herr Dr. Scheutle, der bestimmt auch noch heute Abend bei uns sein wird. Ganz witzige Geschichte dazu. So war der Anfang unseres Sterns. Ich glaube, dass der Stern Ausdruck ist des innovativen Gedankens, hier die in Bad Cannstatt herrscht. Und aber ich glaube auch, dass es dadurch, dass hier doch viel Einheimisches da ist. Also glauben trotzdem, hier eine weihnachtliche Stimmung damit rüberbringen zu können und hoffentlich bald die ganzen Gassen hier in Bad Cannstatt damit zum Beleuchten. Dann darf ich dir symbolisch die Schaltuhr überreichen, damit dieser Stern die Weihnachtszeit, diesen schönen Vorplatz vom Rathaus strahlen möge in einem vollen Licht. Ja, vielen Dank, lieber Dirk Strom. Dann werden wir jetzt einen Stern über Bad Cannstatt leuchten lassen. Dies war ein Beitrag von Waldemar Herzog.